Jannik Sternberg, herzlich willkommen hier bei uns auf dem VfB YouTube-Kanal, Danke. zu deinem ersten Interview hier als VfB. Ja. Ein paar Tage bist du schon hier. Erzähl kurz, wie ist die Eingewöhnungsphase für dich gelaufen? Ja, die Eingewöhnungsphase war sehr leicht für mich. Die Jungs haben es mir sehr leicht gemacht. Dadurch, dass ich auch schon drei, vier Leute kannte aus vorherigen Stationen oder auch aus meiner Jugend vom HSV mit Flo Kirschke beispielsweise, ist es mir sehr leicht gefallen. Und im Trainingslager sowieso, da hockt man 24/7 aufeinander. Da lernt man sich sehr schnell kennen und von daher ging das sehr fix. Sehr fix ist ein gutes Stichwort. Sehr fix war auch der Wechsel letzte Woche, wie er vonstatten ging. Was hat dich dazu bewogen, dem VfB da so schnell eine Zusage zu geben, nachdem Sebastian Harms dich kontaktiert hat? Ja, also ich war tatsächlich Samstagmorgen, war ich noch in Zwickau und habe dann ja relativ spontan den Anruf bekommen. Und ja, da Lübeck für mich quasi Heimat ist, weil ich nun mal aus Schleswig-Holstein komme, war für mich klar, dass ich das auf jeden Fall gerne machen möchte. Auch, ja, ich kenne den Verein natürlich, kenne das Stadion, weiß, wie die Fans drauf sind und so. Und von daher war es für mich relativ schnell klar, dass ich das machen möchte. Hab das dann dem FSV Zwickau Samstagmorgen auch mitgeteilt und bin dann abgereist. Hab nur noch meine Frau und meine Kinder aus Leipzig geholt und dann sind wir weitergefahren nach Lübeck. Und dann war Samstag auch schon ja, alles fix und alles klar mit Lübeck und habe ich mich riesig gefreut. Du sagst schon, du kommst aus der Region. In Lietzen, glaube ich, bist du Genau. zu Hause sozusagen aufgewachsen. Wie hast du denn den VfB in deinen Jugendjahren wahrgenommen? Warst du häufiger im Stadion oder hast du, du hast ja nie für den VfB in der Jugend gespielt, aber sicherlich häufiger auch mal gegen den VfB. Welche Erinnerungen verknüpfst du mit dem Verein? Genau, ja, ich erinnere mich eigentlich natürlich direkt ans Spiel, wo wir mit Halle auf der Lohmühle gespielt haben. Und ja, da war natürlich sehr viel Emotion gegen uns, sag ich mal, in dem Moment, wo die Eckfahne leider dran glauben musste nach dem 3-2. Aber es war ein Riesenspiel. Die Stimmung war trotz Corona-Zeiten eigentlich sehr, sehr gut. Es durften nicht ganz so viele Fans rein, aber die Stimmung war trotzdem grandios und ja, für uns war es dann zum Schluss positiv ausgegangen, das Ganze. Aber ja, da hat man schon gemerkt, was da los sein kann, wenn es mal richtig brennt. Und es hat echt Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Lohmühle kann ein gewisses Feuer entfachen. Ich denke, da freust du dich dann jetzt auch schon drauf, das als Heimspieler sozusagen erleben zu dürfen, oder? Ja, ich glaube auch, dass es deutlich angenehmer ist, wenn man auf der anderen Seite steht in der Lohmühle und nicht auf der gegnerischen. Und vor allem, wenn die Fans dann alle zurückkommen und es weiterhin so gut läuft wie in der Hinrunde, dann mache ich mir da keine Sorgen, dass es auch erfolgreich zu Ende geht. Wie hast du den VfB diese Saison aus der Ferne bisher wahrgenommen? Hast du Spiele gesehen oder Ergebnisse verfolgt? Wie war das bisher? Ich habe relativ wenig Fußball geguckt, weil mir das tatsächlich, ja, mir wäre die Decke auf den Kopf gefallen und ich habe mich jeden Tag irgendwie geärgert. Hinzu kam noch, dass im Sommer unser zweiter Sohn geboren ist und ich hatte natürlich eine schwierige Phase ohne Verein, ein halbes Jahr jetzt, aber ja, mit den Kindern war dann doch immer sehr viel Abwechslung da, auch wenn es sehr anstrengend war, manchmal anstrengender als Fußball. Aber ja, ich musste nicht so viel an Fußball denken und das hat es mir ganz einfach gemacht und ich habe es dann auch deswegen Fußball ein bisschen gemieden in der Zeit. Du sagst es schon, zwei Kinder, Familie, der Lebensmittelpunkt, wird dann jetzt wieder Richtung Norden verlagert. Erzähl kurz, wie ist der Planungsstand? Genau, ja, wir haben vor circa einem Jahr angefangen, Haus zu bauen in Lietzen. Also ich komme direkt aus Lietzen, meine Frau wohnt 5 Kilometer weiter. Und von daher war für uns klar, wir wollen so oder so irgendwann zurück nach Schleswig-Holstein und auch gar nicht so weit weg von Segeberg und die ganze Umgebung in Lübeck. Und von daher hatte das jetzt natürlich perfekt gepasst. Wir können jetzt in unser Haus ziehen, wohnen in der Heimat. Die Kinder werden bei Oma und Opa groß und das ist schon ein Riesenvorteil, den man nachher auch einfach, ja, sieht im gewissen Alter, ganz klar. Und dennoch mit dem VfB jetzt an der Position, wo sie sich hingekämpft haben im Sommer, das jetzt noch erfolgreich zu beenden im kommenden Sommer wäre natürlich ein Highlight, ganz klar. Du bringst schon ein bisschen was an Erfahrung mit, hast Bundesliga gespielt, warst im Ausland, hast auf dem Betzenberg gespielt, viele, viele Erlebnisse gesammelt als Fußballer. Was war für dich so die prägendste Zeit und woran denkst du am liebsten zurück? Das war natürlich ganz klar Bremen.
Also ich habe auch immer noch ein super Verhältnis zu allen Leuten in Bremen. Es ist wirklich, es hat Riesenspaß gemacht. Bundesliga spielen zu dürfen, ist natürlich, ja, ist ein Privileg. Da gehört viel, viel Glück auch dazu, muss man ganz klar sagen. Ich hatte mit Viktor Skripnik jemanden, der mich da auf jeden Fall gefördert hat. Und das ist eine, ja, eine Zeit, auf die ich immer wieder zurückblicke. Gerne, aber auch auf alles andere. Also auch das Abenteuer Ausland mit Budapest. Es war eine wunderschöne Stadt. Hat ganz viel Spaß gemacht, da zu leben. Und ja, auch das erste Spiel auf dem Betzenberg, wenn ich mich daran zurückerinnere, wo ich natürlich noch das Tor mache kurz vor Schluss gegen 1860, und die Hütte war fast ausverkauft. Das sind alles Dinge, die man nie vergessen kann und möchte. Und egal, wie es da letzten Endes zu Ende gegangen ist, ich bereue keine Entscheidung, und das gehört zum Fußballer dazu. Mal läuft's gut, mal nicht so gut, und ja, bereuen darf man nichts. Jetzt bist du beim VfB angekommen, hast die ersten Trainingseinheiten hier im Trainingslager erlebt. Wie würdest du denn das Niveau einschätzen, was du jetzt hier angetroffen hast, auf dem Platz in den Trainingseinheiten? Ja, das Niveau ist super. Also man merkt, also man weiß schon, warum die Jungs da oben stehen, wo sie stehen. Oder wir, darf ich jetzt ja sagen. Und es macht Riesenspaß, weil man merkt doch, da ist Feuer drin. Jeder hat das Ziel vor Augen, muss man ganz klar sagen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Training wieder. Ich glaube, wenn man auf Platz 10 oder 11 ist in der Regionalliga, dann laufen Trainingseinheiten manchmal anders, weil man so ein bisschen, ja, im Niemandsland ist. Aber man merkt, dass die Jungs wissen, worum es geht, und dementsprechend wird auch gearbeitet. Nun bist du gekommen, als Ersatz sozusagen für Kaste, der leider längerfristig ausfallen wird. Ihr kennt euch schon aus Halle. Ja. Ist das ein komisches Gefühl, dann irgendwie so jemanden zu ersetzen, der dann Ja, es Pech gehabt ist. hat? Ja, es ist natürlich, tut es mir total leid für Carsten, dass er sich so schwer verletzt hat, keine Frage. Und man merkt auch in der Mannschaft, dass die mögen ihn alle so, wie er ist, mit seiner ganz verrückten Art. Ist mit Sicherheit relativ einzigartig, sag ich mal. Aber gut, er hat einen Pfeil im Kopf, und genau deswegen kommt er auch, glaube ich, mit seiner Verletzung gut zurecht. Und er wird zurückkommen und seine Spiele machen. Und ich sehe mich gar nicht so als Ersatz für ihn, sondern einfach als Ergänzung für die Mannschaft. Und ja, der ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, und ich möchte gar nicht irgendwie ein Ersatz sein für ihn, sondern zusammen, denke ich, wenn wir das denn im Sommer feiern können. Und ich freue mich, dass ich wieder mit ihm in einer Mannschaft spiele. Er macht wirklich Spaß. Ja, Ersatz ist ja auch insofern nicht hundertprozentig richtig, da deine Position ein bisschen eine andere ist. Sebastian Harms hat es gesagt, als du gekommen bist, du kannst Außenverteidiger spielen, Innenverteidiger spielen, linke Außenbahn spielen. Wo siehst du dich selber? Wo fühlst du dich am wohlsten? Oder ist es dir am Ende völlig egal? Ich habe natürlich die meisten Spiele jetzt als Linksverteidiger gemacht, und ja, man gewöhnt sich an alles irgendwie, und ich habe mich auch in diese Position so am meisten gewöhnt. Ja, kann aber auch, wie gesagt, ein Innenverteidiger oder linkes Mittelfeld, aber Gerade wo jetzt Dreierkette so ein bisschen angespielt wurde, auch im Training zumindest mal genau. probiert wurde, hat man ja auch schon gesehen, dass du da Innenverteidiger gespielt hast. Ja. Vielleicht so eine Schnittmenge, die da dir entgegenkommen könnte. Ja, genau. Aber ich spiele da auch gerne den ganz linken Part, weil ich schon ein offensiv ausgerichteter Verteidiger bin. Und ja, da kann man beides so ein bisschen vereinen. Und das Gute ist, dass man da mal einen mehr hinten hat, sodass man da auch ein bisschen mehr Freiheit nach vorne hat, wie in einer Viererkette. Aber wie gesagt, ich spiele von den drei Positionen, spiele ich alles gerne, aber links denn schon am liebsten, sage ich mal. Wunderbar, dann schauen wir mal, wie die nächsten Tage so weiterlaufen. Erstmal danke für den ersten Eindruck, Sehr Yannick. gerne. Danke dir und alles Gute weiter. Danke.